Wir sind hier im Mormi Maxi in Frankfurt. Ich stehe hier mit Frank Möbis. Er ist Küchendirektor der Moog Group. Wo kommen die Garnelen bei Ihnen hier im französischen Luxusrestaurant her? Also wir haben natürlich ganz besondere Garnelen oder wie wir sie bezeichnen, Crevettes. Es sind Label Rouge Crevettes oder Garnelen aus Malaysia. Die werden dort gefangen, also wild gefangen und werden direkt auf dem Boot abgekocht und direkt zum Rangy Großmarkt nach Paris geliefert und zu uns dann quasi ins Mormi Maxi. Was würden Sie empfehlen, wie bereitet man Garnelen am besten zu Hause zu? Zu Hause würde ich empfehlen, die Garnelen zu braten, zu sortieren, zu grillen. Das sind einfach die Möglichkeiten. Und vor allen Dingen keine geschälte Ware zu kaufen. Grundsätzlich sind zu 90% die Gambas oder Garnelen in Deutschland tiefgefroren und die werden glasiert. Und diese Glasur nimmt der Gamba einfach den Geschmack und die Schale bringt den Geschmack. Und deswegen sollte man sie immer mit Schale kaufen. Woran erkenne ich im Supermarkt, ob die Garnele schon gekocht ist oder nicht? An der Farbe oder wie kann ich das erkennen? Wenn man sie in der Frischtheke kauft, das sollte man immer den Händler fragen, ja, was ist jetzt eine gekochte Garnele, was ist keine gekochte Garnele. Ein geschultes Auge erkennt sofort, weil gekochte Garnelen, deren Augen, ja, wenn man einen Kopf dran hat, sind immer schwarz. Und dadurch erkennt man sofort, dass sie gekocht sind, weil normalerweise sind die einfach klar. Wir servieren natürlich die Gambas kalt. Sie werden in der ganzen Welt unterschiedlich serviert. Bei uns ist es halt auf der Plateau de Fruits de Mer eine kalte Garnele, die wird dann einfach am Kopf angefangen, geschält, dreht den Kopf 90 Grad zu sich hin, zieht am Schwanz quasi dann den Kopf ab, man hält den Kopf fest. Ansonsten fängt man dann an, die einzelnen Segmente der Garnelenschale von dem Schwanz abzupulen, angefangen immer an den Füßen von den Garnelen, ja, das ist die untere Seite, fängt man halt an, die einzelnen Segmente abzuheben, bis man quasi am Schwanz angelangt ist. Den lasse ich grundsätzlich dran, um besser die Garnele greifen zu können oder den Garnelenschwanz. Und dann kann man sie gut eindippen, das kann man im Video, denke ich, gut sehen. Man isst sie dann bis zum Schwanzende, dann kann man es noch ein bisschen auspulen oder legt es halt das Schwanzteil weg. Natürlich sollte man sich am Tisch nie genieren, seine Hände dann sauber zu machen in der Fingerbowl oder mit einem Zitronentuch. Das gehört einfach dazu, wenn man so eine Platte isst. Dazu ist natürlich immer ein Glas Wein. Ich bin eher der Champagnertrinker. Ich würde ein Glas Champagner dazu genießen. Crevette sagt ja Rosé schon, also würde ich natürlich einen Roséwein oder einen Rosé-Champagner dazu empfehlen und genießen dann einfach nur noch.